Wir kommen zu folgender Thematik. Wow. Teebeutel. Genau. Habt ihr am Wochenende Tee getrunken? Ja, ja, habe ich tatsächlich. Ja. Ich nämlich auch und ich trinke nie Tee. Ich finde, gerade ist so Teewetter. Ja, ist es. Auch viel mehr als November, Dezember, weil da wäre es dann bei mir meist der Glühwein, wenn ich ein heißes Getränk will. Und jetzt sind wir beim Tee gelandet. Ich habe da mal geschaut, es gibt einen Tee-Report. Einmal im Jahr wird über die Teesituation in Deutschland gesprochen und ich möchte von euch antworten. Wie viel Prozent der Deutschen sind Teetrinker? Dazu zählen Menschen, die eine Tasse mindestens pro Woche trinken. Pro Woche? Pro Woche eine Tasse. Dann spricht man von einem Teetrinker. Wie viel Prozent der Deutschen sind Teetrinker? Eine Tasse pro Woche. 31, 36. Da ist Marlene näher dran, denn es sind 73. Ja, 73 Menschen trinken einmal die Woche einen Tee. Ich sage gleich mal meine Lieblingskombination, die ich gerade im Moment am allerliebsten trinke. Aber erst Kombination am Ende. Bedeutet eine ich Mischung? Ich mische zwei Dinge miteinander. Rum und Rum. Wie viel Liter trinkt denn jeder Deutsche im Schnitt? Auch da gibt es eine Zahl. Wie viel Liter Tee? Völlig wirr. Ihr könnt nur Jahr? Schätzen. Im Jahr? Im Schnitt im Jahr. Ach du liebes bisschen. Bei sowas bin ich sehr schlecht. Ja, das ist einfach, also wenn man einmal die Woche Tee, dann gehst du mal auf so ein Stöfchen, dann ist das 0,7 Liter mal 52. Die nachfolgenden Sendungen. 300 Liter. Ja. 300 im Liter? Schnitt im Jahr. Nein, das sind 42 Liter. Es sind 69 Liter tatsächlich. Na gut. Ja. Ich trinke halt sehr viel Tee. Offenbar. Den Punkt fand ich auch sehr, sehr gespannt. Von den 100% Früchtetee, die in Deutschland getrunken werden. Wie ist denn das Verhältnis Beuteltee oder Losentee? Also die Menschen kaufen ja irgendwo Tee ein, entweder in einem Beutel oder lose. Also, wie ist das Verhältnis bei Früchtetee? Die erste Zahl, also 50 zu 50 könnte es zum Beispiel sein. Die erste Zahl ist der Beutel, die zweite Zahl der lose Tee. 80-20, sage ich. Und da ist Marlene wieder näher dran. Sag sogar einmal. 90 ja. zu 10. Ja, ja, weil das Gefrickel mit dem losen Tee auch wirklich nervig ist. Genau, es ist natürlich nachhaltiger, aber es ist nervig. Ich finde auch, hier mit dem Tee-Ei dann da rein und so, raus. So, letzte Frage. Und jetzt kommt nämlich das, was ich so interessant fand. Es gibt Mono-Teesorten. Das sind die, die eben nicht gemischt sind, wo es wirklich nur eine einzige nur Geschmacks... Kamille. Was ist die beliebteste Mono-Kräuterteesorte in Deutschland? Welche Kräuterteesorte wird am meisten gekauft in Deutschland? Fenchel oder Kamille, sag ich. Wer hat hier vorgesagt? Es ist, ich habe Minze gehört, hätte ich aber nicht aufgeschrieben. Ich sag Kamille. Tatsächlich war ich auch nicht sicher. Ich habe Pfefferminz aufgeschrieben. Kamille ist Platz 2. Ah, sag jetzt nicht Fenchel. Und Fenchel. Platz 3 und die Pfeffermünze ist tatsächlich richtig. Marlene. Frau Lufen ist Teekennerin. Wirklich. Muss und man jetzt sage ich euch meine Kombination, Expertin. Die für mich am allerleckersten im Moment ist. Ich nehme für eine Kanne Tee, Thermoskanne Tee, einen Beutel Fenchel, Kümmel, Anis und mache da noch Ingwer mit dazu. Ist jetzt im Moment gerade also frischen mein Ingwer dann rein. Frischen Ingwer, genau. Oh, nee, Anis, aber gar nicht kannst so du mich mit ja. Fenchel, Kümmel, Anis ist aber für den Fenchel, Darm Kümmel, und für den Bauch Anis. Ganz das toll. Das ist mir zu abenteuerlich. Ich mache uns morgen mal so eine Thermoskanne. Wir in Niedersachsen hatten solche abenteuerlichen Sachen nicht. Da konnte man froh sein, wenn es einen Tee gibt. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.